Wenn du Leute filmen willst, die sich bewegen und dazu etwas erzählen oder die weit weg sind von der Kamera, dann musst du mit kabellosen Mikrofonen arbeiten. Ich habe bereits einmal in meinem Blog und auf YouTube solche kabellose Mikrofone vorgestellt. Ich habe jetzt aber einige neue Modelle, die ich in diesem Video vorstellen werde. Es sind Modelle, die alle mit dem Smartphone funktionieren, die meisten aber auch mit anderen Kameras. Herzlich willkommen bei meinen Videotipps. Als erstes stelle ich dir das Samsung GoMic Mobile vor. Ich habe das hier jetzt befestigt. Ich habe zusätzlich einen Windschutz befestigt, weil es ein bisschen windet hier. Und ich habe hinten in meinem Rücken bei meinem Bund den Sender befestigt. Und mein Smartphone, das steckt jetzt in einem Adapter, welches sowie eine Art kleines Mischpult hat, wo ich verbinden kann mit dem iPhone und ich kann meinen Kopfhörer einstecken und kann so das Signal von meinem Sender empfangen. Dieses System von Samsung ist super. Ich kann hier mit dem Lightning-Kabel verbinden. Ich könnte auch über USB mit einem Android-Gerät verbinden oder ich könnte auch über den Klinkenstecker mit einer normalen Kamera verbinden. Vorsicht, es funktioniert nicht mit jedem Android-Gerät. Der Vorteil bei diesem Empfänger ist, ich kann auch noch einen Kopfhörer einstecken und ich könnte hier unten noch den Regler verschieben und könnte jetzt zwei Sender mit diesem Gerät verbinden. Und das ist natürlich sehr praktisch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Interviewgast habe oder zwei Leute, die sprechen, dann kann ich beiden einfach ein solches Gerät geben mit diesem Lavalier-Mikrofon und sie können beide dann senden auf den Empfänger. Ich kann das so einstellen, dass es eine Audiospur gibt und dann ist die vermischt. Oder ich könnte jemand auf die linke und jemand auf die rechte Spur nehmen und in einem entsprechenden Schnittprogramm kann ich nachher sogar die Spuren auseinandernehmen. Also ich habe dann mit diesem Gerät sogar zwei Audiospuren. Es gibt zusätzlich zu diesem Empfänger auch noch ein Handmikrofon. Auch das eine super Sache. Also ich brauche da nicht wieder ein zweites System, sondern das arbeitet mit dem gleichen Empfänger. Wann du besser Lavalier und wann besser Handmikrofon, das habe ich mal in einem anderen YouTube-Video vorgestellt. Das kannst du hier gerne nochmals nachschauen. Und das Coole hier an diesem Handmikrofon ist natürlich auch, dass es eben kabellos ist, also dass ich mich damit bewegen könnte. Auch der Preis finde ich fair. Bei Brack kostet es 222 Franken, wenn ich einfach die Lavalier-Mikrofon-Lösung nehme. Wenn ich das Handmikrofon noch separat kaufe, kostet das auch nochmals 99 Franken. Ich kann auch einzelne Lavalier-Mikrofone mit Sender nochmals kaufen, wenn ich eben zwei kombinieren will. Jetzt habe ich mir das Memory Mic von Sennheiser festgemacht. Du siehst, es ist recht groß. Ich finde eigentlich für solche Situationen ist dieses Mikrofon nicht so schön. Klar, dieses hier ist im Moment auch groß, ist vor allem aber wegen dem Windschutz, sonst wäre es viel kleiner, aber das fällt halt wirklich sehr auf. Das zweite ist, ich kann eben keinen Windschutz befestigen, was gerade draußen, sobald es ein kleines Lüftchen hat, ist halt der Ton wirklich sehr heikel, dass es hineinwinden könnte. Und da kommen wir auch schon zum dritten Nachteil. Bei diesem Mikrofon muss ich mit einer App arbeiten, die ich mit dem Mikrofon verbinde. Ich nehme das Video mit dieser App auf und das Audio ist eigentlich nachher hier auf dem Mikrofon und dann synchronisiere ich das. Das hat beim ersten Test wunderbar funktioniert, jetzt vorher, beim zweiten Mal schon nicht mehr. Dazu kommt, wenn ich mit dieser App arbeite, kann ich fast keine Einstellung machen. Ich kann einfach Audio oder Video wählen und kann die Selfie-Kamera oder die normale Kamera wählen. Vorher beim Samsung-Mikrofon, da habe ich meine Telelinse gewählt, weil es einfach schöner ist, weil ich bin näher dran. Vom Hintergrund war es schöner und hier kann ich jetzt auch die Linse nicht wechseln. Ich könnte auch nicht mit Filmic Pro arbeiten oder wenn ich ein YouTube-Live-Video aufnehme, funktioniert es natürlich auch nicht, da ich ja den Ton erst nachher synchronisiere. Das Rode Wireless Go habe ich erst später gekriegt, deshalb habe ich dieses Video auch erst später aufgenommen. Kein Wunder, war es ausverkauft. Diese kleine Funkstrecke ist nämlich wirklich cool. Hier ist der Empfänger, den kann ich hier mit einer Lasche einfach in den Blitzschuh meiner Kamera stecken und das mitgelieferte Kabel passt in den Klinkenstecker einer Systemkamera oder eine Videocam. Es geht auch mit dem Smartphone, da brauchst du noch einen Adapter, da komme ich später nochmals dazu.
dann habe ich hier den Sender. Oder es ist auch gleich das Mikrofon. Also hier vorne ist das Mikrofon und das ist jetzt ähnlich wie bei Sennheiser. Es ist wie das Memory Mic recht groß und wenn ich das hier an meinem T-Shirt befestige, dann ist das nicht so schön. Ich könnte es jetzt hier an meiner Jacke befestigen, die ist schwarz und wenn ich es noch umgekehrt hinklippe, dann geht das. Aber das finde ich jetzt noch nicht so toll. Es geht aber noch weiter. Also das eine ist, wir haben hier noch einen Windschutz. Den kann ich hier aufstecken, damit ich keine Windgeräusche auf dem Mikrofon habe. Und das wirklich Coole ist, ich habe hier einen Klinkenstecker für ein Ansteckmikrofon. Ich kann das hier jetzt also erweitern mit einem Mikrofon. Ich habe hier das VT506 Echo von Voice Technology Switzerland. Das hat hier diesen Stecker und das kann ich hier nun befestigen. Das funktioniert also mit jeder Kamera. Mit dem kleinen TRS-Stecker kann ich das hier auch mit dem Smartphone verbinden. Und das mache ich jetzt gleich. Jetzt habe ich hier das Rode Wireless Go ohne Lavalier-Mikrofon verbunden mit dem Empfänger, der jetzt mit meinem Smartphone verbunden ist. Und du hörst jetzt den Sound. Der ist wirklich gut. Also ich finde, auch ohne Ansteckmikrofon funktioniert das eigentlich recht gut. Es ist einfach hier mit der schwarzen Jacke geht es jetzt zwar, aber es ist halt wirklich recht groß. Deshalb stecke ich lieber noch ein Lavalier-Mikrofon dran. Jetzt habe ich hier das Ansteckmikrofon. Der Vorteil ist halt wirklich, dass es jetzt hier viel kleiner ist und ich kann mich auch gut bewegen und es ist wirklich nah bei der Tonquelle. Und den Sender, den kann ich jetzt einfach hier in die Hosentasche nehmen oder mit der Lasche hier irgendwo an den Gurt schnallen. Ich finde, so ist es wirklich eine geniale Funkstrecke. Ich brauche keine App, ich brauche kein Bluetooth. Es ist wirklich ein Funk, der vom Sender zum Empfänger funktioniert. Und weil ich den Empfänger ja direkt bei der Kamera einstecken kann, habe ich dann den Ton schön gut auf dem Video. Ich habe schon mal ein Video über kabellose Mikrofone gemacht und habe da die Rodelink Filmmaker Kit vorgestellt. Der Unterschied ist, ich habe hier beim Rode Wireless Go kann ich den Sender und den Empfänger aufladen und ich finde das super, dann habe ich nicht so einen Batterieverschleiß. Die Batterie, die hält für 7 Stunden, was in der Regel ja reicht. Wenn du jetzt mal einen längeren Event hast, der den ganzen Tag dauert, dann kann das knapp sein, dann bist du mit dem Filmmaker Kit besser bedient, weil du dort die Batterien auswechseln kannst. Sonst ist das halt viel kleiner und leichter und passt auch in jedes Reisegepäck. Die Distanz ist noch ein Unterschied, also mit dem Filmmaker Kit, da habe ich eine Reichweite von 100 Meter und mit dem Wireless Go nur 70 Meter. Aber auch das sollte in der Regel reichen, dass ich mit dem Mikrofon nicht weiter als 70 Meter entfernt bin. Das Wireless Go ist auch günstiger, es kostet um die 190 Franken und das Rode Link Film Kit, das kostet um die 290, kostet also noch einiges mehr. In meinem älteren Video habe ich auch noch 2 Sennheiser Funkstrecken vorgestellt, zum Beispiel diese hier, die habe ich immer dabei, wenn ich mit meiner Sony FS5 filme. Du findest diese Funkstrecken auch noch in meinem Blog oder du kannst natürlich auch mein altes Video schauen. Ich verlinke dir alles hier im YouTube-Video oder auch unten in der Beschreibung und dort kannst du alles nochmals nachlesen. Ich habe dir auch einen Ratgeber zusammengestellt. Da gebe ich dir Tipps, wann du mit Ansteckmikrofon arbeiten kannst, wann es aber wichtig ist, dass du besser zu einem Handmikrofon greifst und was auch die Vor- und Nachteile des Richtmikrofons sind. Und für jeden Typ gebe ich dir auch wieder Produktevorschläge mit den entsprechenden Links dazu. Du kannst den Ratgeber gratis auf meiner Website herunterladen. Dort findest du auch meine Videokurse, die du gerne buchen kannst. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen hoch, teile mich weiter, abonniere mich und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und bis dann, tschüss!